für mich so ein zentraler Satz ist, wo bin ich oder wo sind wir? Also, das heißt, wenn man das ganz groß nimmt, wir auf dieser Erde, ein blauer Planet, inmitten eines großen Nichts, einer großen Leere, eines Raumes, der unendlich ist, und in dem Zeit vergeht, treffen Figuren aufeinander, die aber nicht genau bezeichnet sind in ihrer Identität, sondern es ist der junge Mann, die junge Frau, der ältere Mann, die ältere Frau, und treffen in einem Raum, wo sie immer sagen, wo bin ich eigentlich hier? Also die Frage können wir uns auch stellen, wo sind wir denn hier auf dieser Erde, in diesem unendlichen Universum? Also, und bei Voss ist es so, dass er diese Themen eher wie Raum und Zeit und was dazwischen ist. Also wir selber bestehen aus Atomen, wo wiederum der größte Teil zwischen diesen Atomen ist einfach Leere. Da ist einfach nichts, das ist ein Vakuum. Andere sagen, es ist ein Plenum, also so, das ist voll davon. Und um diesen Zwischenraum, also was dazwischen eigentlich ist und was da sein könnte und die Unsicherheit, sich darin zu bewegen. Dann gibt es auch, weil im Kopf ist das möglich, in den Gedanken, wenn ich etwas sagen will, wenn ich etwas schreiben will, wenn ich Geschichten für Menschen erzählen will, dann entsteht es im Kopf und es ist möglich, in diesem Raum auch Menschen aufeinandertreffen zu lassen, die zeitlich in unserer Welt eigentlich voneinander getrennt sind und die sich wundern, jemanden sehen und ich sehe dich, wie du jung warst. Doch, das bist du. Ich sehe dich genau, wie du jung warst, weil im Kopf, im Traum, in der Lyrik, in Geschichten ist das möglich. Da wir aber reale Figuren sind, wir Schauspieler auf der Bühne, ist das natürlich sehr irritierend. Und diese Frage, auch eine grundsätzliche Frage auf dem Theater, was ist das eigentlich, wenn wir in diesem Raum sind und für andere Menschen, die uns zuhören und zuschauen, was erzählen wir denn? Die Frage, ist es Tragödie oder ist es Komödie? Oder bei Büchner, e la fama, e la fame? Also, sagen wir mal so, für mich das schönste Moment im Theater ist, wenn wir auf der Bühne sind und den Zuschauern, den Zuhörern nicht etwas wegnehmen oder so, sondern ihnen etwas geben. Das heißt, ein Geheimnis geben, was wir auf dieser Welt nie lösen werden, wozu wir, warum wir da sind und wo wir sind. Also, den Zuschauern das geben, sodass sie das in ihrem Kopf zusammensetzen können und ausschweifen können in Assoziationen, in, wo der Fosse immer nur so kleine Punkte. Das Ganze ist wie Musik, das ist eine Komposition, die aus Pausen, aus Noten, sprich Wörtern besteht, aus Sätzen und in diesem Zwischenraum, da klingt eigentlich das, was sein ist. Und da ist es so, es ist nicht entweder oder, Tragödie, Komödie, sondern sowohl als auch.
Und das eine klingt in dem anderen mit.